Herr Kahn, Sie sind weit gereist und haben vermutlicherweise Ihre Reise oder Ihre Erlebnisse in irgendeiner Form im Buch zusammengefasst. Ist das richtig so? Ja, das ist richtig. Ich war ein Dreivierteljahr in Namibia, eingeladen vom dortigen Tischtennisverband, habe an den verschiedenen Schulen Tischtennistraining gemacht und meine Freizeit damit verbracht, die Ländereien in Namibia bzw. die Menschen, die Tierwelt, die Menschen, die dort leben, die zugereist sind, kennengelernt und habe all die Eindrücke und Erlebnisse dann in einem Buch zusammengefasst. Wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt die Idee, einmal über den Sport vermutlicherweise und dann, dann ergibt sich das, ja? Richtig, also ich war mit meinen Eltern schon zu Kindheitszeiten in Afrika im Urlaub und fand den Kontinent als solches unheimlich faszinierend. Gleichzeitig habe ich also auch als frühes Kind Erlebnis schon immer das Gefühl, ich möchte später mal ein Buch schreiben, weil die schriftstellerische Ader so in mir steckte. Ja, und dann kam die Einladung des namibischen Tischtennisverbandes, dort Training zu machen, hinzu. Und dann habe ich versucht, diese drei Dinge einfach miteinander zu verbinden. Nun muss ich mal vorab fragen, Sie sind mit diesem Sport sehr verbunden, vermutlicherweise, ja? Richtig, ich habe auch eine Trainerlizenz vom Tischtennisverband und bin also in Rudo beim TSV Rudo auch als Jugendtrainer angestellt. Aha, also die Verbindung wieder zum TSV Rudo. Richtig. Das macht die Sache natürlich noch ein wenig interessanter. Ja? Namibia ist ein, wie ich jetzt an der Karte sehe, hier ein Staat, der eine relativ lange Küste hat. Aber als Mittelpunkt, welche Hauptstadt? Windhoek. Und Sie haben diese Stadt vermutlicherweise rot markiert oder ist es der Ort, wo Sie gewesen sind? Also die rote Markierung ist jetzt einfach nur ein Zufall, aber es ist richtig, liegt genau im Zentrum von Namibia. Welche Eindrücke haben Sie gesammelt? Wenn ich mir die Postkarten und Bilder hier ansehe, ist sehr viel Wüste dort zu sehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch Oasen. Ja, also Oasen nicht im arabischen Sinne, wie wir uns das vorstellen. Wüste und dann wachsen da ein paar Palmen. Aber richtig, Namibia ist ein Wüstenstaat, hat 2000 Kilometer Küste, die ausschließlich mit Wüste belegt ist. Ist das nun ein Staat, der einigermaßen in Ruhe lebt oder ist das auch ein Staat, ein Land, was sehr zerrüttet ist in sich hinein? Also Namibia hat ja eine relativ kurze Geschichte hinter sich. Ne? Die weitergehende Geschichte ist schon sehr zerrüttet. Es waren viele verschiedene schwarze Volksstämme, die sich da gegenseitig bekriegt und bekämpft haben. Jeder Stamm hat versucht, den anderen Stamm zu vertreiben, bis dann eines Tages die Deutschen ihre Kolonie in Südwestafrika, also Deutsch-Südwestafrika, gebildet haben. Und dann kehrte zunächst einmal ein bisschen Ruhe ein. Das dann durch den Ersten Weltkrieg, ja, durch die Vorherrschaft der Südafrikaner dann je beendet wurde. Und seitdem kämpft Namibia um die Unabhängigkeit, weil Namibia als Südwestafrika noch unter dem Protektorat von Südafrika stand. Und die SWAPO beispielsweise kämpfte also vehement auch mit militärischen Mitteln für die Unabhängigkeit, die dann vor 14 Jahren geschenkt wurde. Und hatte diese Unabhängigkeit Früchte getragen? Kann man das in der Form beurteilen? Na, wie jedes afrikanische Land ist die Unabhängigkeit, die dem Land geschenkt wird, natürlich auch mit Schwierigkeiten und mit Problemen verbunden. Ja, also die großen Freiheiten und Unabhängigkeiten und das sogenannte bessere Leben, das unter den Weißen sich ersehnt wurde und dann den Schwarzen versprochen wurde, ist sicherlich in keinem einzigen afrikanischen Land jemals eingetreten. Und insofern wird auch Namibia noch eine ganze Weile mit diesen Problemen zu kämpfen haben. In der Regel war es ja so, dass Kolonien, die von den Deutschen verwaltet wurden, ich denke da gerade an Südwestafrika, eine relative Ausgewogenheit darstellten. Teile der britischen Kolonien natürlich auch. Ja? Aber gerade bei den deutschen Kolonien konnte man sagen, dass die Einheimischen doch recht deutschenfreundlich waren, liegt vielleicht auch daran, wie man das getätigt hatte.
Richtig, also auf meinen Reisen habe ich ja auch viele Schwarze kennengelernt, die angestellt waren bei den Weißen, ob nun auf der Farm oder auch in den Großstädten. Und die Mischung ist so halb-halb. Also es gibt auch noch sehr viele Schwarze, die tragen deutsche Vornamen und haben mir also auch persönlich erklärt, also unter den Weißen, ob nun in Südafrika oder unter den Deutschen, ja, ging es uns einfach besser, weil, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, doch der schwarze Kontinent teilweise ein sehr chaotischer Kontinent ist und die sogenannte Zivilisation, so wie wir sie verstehen, ja, den Schwarzen näher gebracht wurde. Und nach meinem Kenntnisstand soll Albert Einstein ja auch schon mal gesagt haben, oder Albert Schweitzer, Entschuldigung, wenn ich das nicht genau weiß, dass der schwarze Kontinent immer noch 500 Jahre zurück ist mit seiner Entwicklung. Und insofern wird da auch noch eine ganze Weile Zeit brauchen, aber es ist vollkommen richtig, diese Erkenntnis, ja, dass die Schwarzen teilweise auch sagen, unter den Weißen ging es uns besser. Ist ja, ja, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Das heißt, man muss sein Leben leben in seinem Umfeld und muss auch versuchen, sein Umfeld zu akzeptieren. Und da sehe ich bei den Afrikanern doch ganz erhebliche Schwierigkeiten. Das ist richtig. Also ganz insbesondere die schwarzen Stämme untereinander sind oftmals so verfeindet. Ja, also habe ich mich mit schwarzen Angehörigen unterschiedlicher Stämme auch sehr viel unterhalten, auch durch das Tischtennistraining. Da ging's, ja, also da konnte man einen, um einfach mal zwei Stammesnamen zu nennen, also ein Rehoboter Buster mit einem Ovambo oder ein Herero mit einem Damara zusammenpacken. Die konnten im Doppel also auch spielen, aber um soziale Dinge wie gesellschaftliches Zusammenleben ist es schon sehr schwierig. Also auch in meinem Buch berichte ich davon, dass teilweise Freundschaften einfach auseinandergebrochen sind, weil ein Ovambo es gewagt hat, mit einem Damara-Mädchen zusammenzukommen und dieses sogar zu heiraten. Das ist an für sich in Europa vergleichbar mit den Deutschen und den Türken. Da gibt es ja auch ganz erhebliche Schwierigkeiten. Also jedenfalls, wenn ich mal hier in Deutschland, Berlin, in der heutigen Zeit mal nachlese. Denn man hat da untereinander auch ein wenig Probleme. Und dieses Abgrenzen gegeneinander ist ja zurzeit leider auch eine ganz große Schwierigkeit, gerade in der Phase der Integration. Also im weiteren Sinne ja. Wobei hier also zwischen den Türken und den Deutschen so ein weiter Unterschied ist wie zwischen den Schwarzen und den Weißen. Ja, man hat ja sehr oft die Apartheid verurteilt. Selbst ich bin in einer Generation groß geworden, wo in der Schule die Apartheid durch die Südafrikaner vehement verurteilt wurde. Die Apartheid der Schwarzen untereinander war aber viel, viel schlimmer, als die Weißen es jemals ausüben konnten. Ja, da würde ich vielleicht gleich mal nochmal nachhaken. Die Apartheid untereinander unter den Schwarzen. Das heißt, dass das ja dem Europäer, dem normalen Europäer, ja im Grunde genommen gar nicht bekannt ist. Ja? Also sie erzählen mir im Moment auch was Neues, ja, was ich erstmal denkmäßig verarbeiten muss. Denn was aber natürlich verständlich ist. Denn ich mag dich nicht, du magst mich nicht, also dann hauen wir einmal mal kräftig drauf, nach diesem Motto. Und ich glaube, in der mehr als 6000 Jahre in der Geschichte Afrikas ist das ja an für sich meines Erachtens nach immer so gewesen, dass man ein Miteinander eher vermieden hat und das Gegeneinander und das Draufhauen dann doch näher kam. Richtig, also insbesondere im schwarzafrikanischen Ländern, weniger vielleicht im Nordafrika, ja, aber in den Äquatorialgebieten ist es schon immer so gewesen, dass der Überlebenskampf hier natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Ja? Also Seuchen, Viehsterben, Kriege, Krankheiten, Hungersnot, ja, sind alles Dinge, die zu einem nackten Überlebenskampf führten und dadurch natürlich auch Konflikte hervorriefen. Ja? Also selbst heute ist es in Namibia noch so, und auch da berichte ich in meinem Buch anhand von Beispielen, dass die Viehherden, ne, oder der Viehbestand für die einzelnen Schwarzen von so großer Bedeutung sind, dass sie rücksichtslos dem Nachbarn gegenüber sind, ja, und Eigentum überhaupt nicht mehr voneinander unterscheiden können. Also der Viehbestand bzw. die Sippe oder der Clan oder wie auch immer, und das hat man in anderen Teilen der Welt ja auch, ist von so großer Bedeutung, dass also das Miteinander bzw. die gemeinsame Entwicklung, die ja eigentlich die Apartheid
machen sollte. Ja, getrennte Entwicklung, aber gemeinsam in einem Land nicht so gesehen wird. Und da wird auch rigoros mit dem Nachbarn umgegangen. Also könnte man das auch so sagen, dass das Faustrecht nach wie vor im Vordergrund steht? In jedem Fall. Also selbst in kleineren Betrieben, Freunde von mir, wo ich dann untergebracht war, um eben auch meinen Recherchen nachzukommen, die haben mir also regelmäßig berichtet, dass am Arbeitsplatz nahe sich der eine, der Ovambo, mit dem Herero, mit dem Hammer oder mit einer Rohrzange gegenseitig auf den Kopf gehauen hat, nur weil es kleinere Probleme gab, die man in einem, ich sag's nochmal so in Anführungsstrichen, zivilisierten mitteleuropäischen Land nicht kennen wird. Da gibt es sicherlich auch mal einen Faustschlag, weil der eine sich über den anderen ärgert, aber nicht mit dieser Tragweite. Also Brutalität steht nach wie vor vorne an. Richtig, auch den Tieren gegenüber. Ne? Also ich selber konnte also auch miterleben, wie einem Esel, der einfach nicht mehr laufen wollte, oder Esel sind ja dafür bekannt, dass auch mal eine Pause einlegen, ne? Rücksichtslos mit einem Messer einfach ins Ohr geschnitten wird, weil der Schwarze einfach dem Lebewesen, was mit ihm leben soll, gegenüber ein ganz anderes Verhältnis hat als wir Weißen. Eine andere Frage, die mich interessieren würde. Ich hatte vor einiger Zeit mal das Vergnügen gehabt, mit einer Dame zu sprechen, die über Beschneidung berichtet hatte. Diese Dame ist hier in Köln überaus bekannt, Ärztin, schwarzafrikanische Ärztin, die sich dafür einsetzt, dass die Beschneidung in der Form nicht nach Europa überschwappt. Denn hier besteht ja auch eine riesengroße Gefahr, weil wir doch sehr viel schwarze Zuwanderer haben, die aus der Not heraus, das muss man auch mal sagen, aus der Not heraus im eigenen Lande nicht mehr leben konnten, nicht wegen der finanziellen Not, sondern alleine wegen der Tatsache, dass die Kinder, die Mädchen dieses Schicksal nicht allein müssen, also hat man die Flucht nach vorn versucht. Diese Ärztin hat sich deutlich dagegen gestellt. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Nicht so extrem, ja. Also Beschneidung beziehungsweise auch andere Eingriffe in Genitalien, die religiöse, ist bei den Schwarzen natürlich auch wiederzufinden, ist aber dann in Namibia, um es mal so ein bisschen salopp auszudrücken, tatsächlich im Busch anzufinden und weniger an den doch entwickelten Kleinstädten oder der Großstadt Windhoek. Richtig ist aber auch, dass es dort noch, insbesondere bei den Buschmännern, die also in der Kalahari-Wüste ansässig sind, bei den sogenannten Zahn, dass es dort noch solche Eingriffe gibt, über die auch ganz aktuell berichtet wird. Und ich selbst konnte also erleben, dass beim Tischtennistraining Kinder einfach nicht erschienen sind, weil der Häuptling gesagt hat, jetzt kommt ein Sandsturm, hier verlässt im Dorf überhaupt niemand das Haus, dann sind die einfach nicht zum Training gekommen. Und da kann man machen, was man will, die kommen einfach nicht. Da ist also dem Häuptling gegenüber eine gewisse Hörigkeit vorhanden. Ja? Und Ähnliches habe ich also auch erlebt, nachdem ich mich mit Damara-Frauen beispielsweise unterhalten habe. Wenn da also die erste Regelblutung bei den Mädchen eintritt, dann dürfen die eine ganze Woche lang das Haus nicht verlassen. Dann kommen die Verwandten, weil der Eintritt zur Frau gefeiert werden muss. Ja? Sie geht nicht zur Schule, sie geht nicht zum Sport, ja, es muss ein Ochse geschlachtet werden, der kostet manchmal viel Geld, das Geld haben sie überhaupt nicht, sie müssen sich einen Kredit aufnehmen, aber es ist von so großer Bedeutung, dieser menschliche oder Entwicklungsprozess, dass alles andere dann nachsteht. Und insofern sind das Dinge, die man sich so als Schüler, den man ja dann selber auch mitbekommen hat, wenn die Mädchen zur Frau werden mit 12, 13, 14 Jahren und dann an meine Schulzeit zurück, überhaupt völlig undenkbar sind. Und wenn man das auf Europa übertragen würde, also es wäre ja gar nicht vermittelbar. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Aber ich würde ganz gerne noch mal auf etwas anderes eingehen. Sie haben eben die Kalahari-Wüste kurz erwähnt. Es ist ja so, dass Afrika extreme in sich birgt, die in der Landschaft, ja, die von einem zum anderen wechseln und die Schönheit gerade ausmachen. Richtig, also um auf mein Buch nochmal zurückzukommen, auf den ersten Seiten wird man es dann erleben können. Namibia ist ein Wüstenstaat, der mit so wenig Wasser auskommen muss, dass die Pflanzen, die Bäume, die Sträucher, die Gebüsche in irgendeiner Weise förmlich nach Wasser warten. Und wenn es dann kommt zur Regenzeit, ja, dann blüht innerhalb von wenigen Tagen das ganze Land. Und alles ist abhängig vom Regen. Ja, also es gibt
kaum Länder, die so abhängig sind wie Namibia vom Regen. Und die Veränderung ist sofort spürbar. Also ich hatte vorhin zu einem interessierten Teilnehmer an der Ausstellung gesagt, man kann praktisch zugucken, ja, wie sich das Land verändert, sobald der Regentropfen fällt, der erste. Und Namibia ist also natürlich sehr viel mit Wüste. Die ganze Küste ist, wie gesagt, Wüste, ja, bis unten nach Südafrika hinein. Im Norden etwas feuchter durch die Flüsse, die oben fließen im Norden. Ja. Aber Sie haben vollkommen recht, die karge Landschaft, die sich innerhalb von wenigen Tagen sofort eine blühende Landschaft in einen Garten verwandeln kann, ist das große Faszinum an diesem Land. Sie hatten noch einen Punkt dargestellt. Jetzt muss ich mal kurz mal stoppen. Eine Frage muss gestellt werden, und zwar ist Namibia ein sehr armer Staat oder ein Staat, in dem man leben kann? Ich würde doch eher sagen vielleicht, dass die erste Überlegung die richtige ist. Bedingt. Also Namibia profitiert noch heute von der Zivilisation, die die Weißen nahegebracht haben, insbesondere durch die deutsche Kolonie. Namibia profitiert insbesondere aber auch von dem Wohlwollen der Südafrikaner. Ja, also Namibia war ja, wie gesagt, Protektorat von Südafrika, und Namibia wurde von den Südafrikanern aufgebaut, ja, mit Teerstraßen versorgt, mit Städten versorgt, die heute noch so viel Wert für die Bevölkerung darstellt, die ganze Infrastruktur, die aufgebaut wurde, dass man sagen kann, Namibia ist eigentlich schon ein Land, in dem man sehr gut leben kann. Nicht ein reiches Land, das ist richtig, aber bestimmt deswegen kein reiches Land, weil die schwarze Regierung mit Sicherheit auch nach der Unabhängigkeit sehr viel Hilfe nicht annehmen wollte. Wir waren schon bei diesem Thema, dass viele Schwarze Regierungen nach der Unabhängigkeit alles alleine machen wollten, keine Hilfe, keine Unterstützung annehmen wollte und nicht aus der Erfahrung lernen wollte, aus der Geschichte. Und insofern könnte es Namibia sicherlich finanziell bzw. wirtschaftlich etwas besser gehen, weil Schätze sind vorhanden, die Fischreichtümer vor der Küste sind vorhanden, ja, Uran wird abgebaut, Diamanten sind vorhanden. Namibia könnte es besser gehen, aber richtig ist, dass aufgrund einer sicherlich verfehlten Politik eine gewisse Armut herrscht, insbesondere in den schwarzen Bevölkerungsschichten. Sie hatten dargestellt vorhin, ich hatte das auch erwähnt, dass Namibia eine deutsche Kolonie war, das heißt, Teile von Namibia, ja, nicht so einfach, ja, gebe ich zu. Teile von Namibia, also das heißt, was haben die Deutschen bewirkt? Ist Deutschtum, wenn man es mal so sagen darf, immer heute noch gefragt oder erinnert man sich gern dran, oder welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Bewirkt haben die Deutschen insofern nicht viel, weil die Zeit der Kolonie ging ja sehr kurz. Ne? Es war von 1884 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges ja nur Kolonie. Und innerhalb dieser Zeit ist es den Deutschen auch in Anführungsstrichen nur gelungen, Frieden unter den sich streitenden Stämmen herbeizurufen, ja? Und um, sagen wir mal, etwas Zivilisation aufzubauen. Viel, viel früher waren ja die Missionare da, die also schon versucht haben, das Evangelium unter die heidnischen Stämme zu bringen. Und dann hat man also schon versucht, die für uns immer so bedeutsame Zivilisation in das Land hinein zu tragen. Ne? Richtig ist aber, und das ist eine Auswirkung mehr, nicht eine Bewirkung, sondern eher eine Auswirkung, dass heute noch aufgrund der Kolonie überall das Deutschtum vorhanden ist. Also es sind sehr viele Deutschstämmige, die dort Farmen führen, sehr viele Deutschstämmige, die Unternehmen leiten, und sie finden auch in den kleinsten Orten immer noch eine deutsche Bäckerei mit Schwarzwälder Kirschtorte. Sie finden eine Schlachterei, die Salami anbietet, beziehungsweise typisch deutsche Wurst. Ja, sie finden Bäckereien, ja, die Semmeln anbieten. Und sie finden also auch in den entlegensten Ecken immer irgendwo einen, der Deutsch spricht oder vielleicht deutschstämmig ist. Sie finden deutsche Straßennamen. Ja? Also die große Independence Avenue, die Unabhängigkeits Avenue in Windhoek hieß bis zur Unabhängigkeit noch Kaiserstraße von Kaiser Wilhelm. Ja? Und es gibt also diverse Straßennamen, auch heute noch, die auf Bismarck zurückzuführen sind und so weiter und so fort. Ja. Wenn man bedenkt, dass Afrika ja mehr denn je ein Unruheherd ist, dass Staaten wie Rhodesien
nach Südafrika gekommen sind, ja, an Südafrika angelehnt wurden und dass viele Staaten von der wenn man bedenkt, dass viele Staaten in Afrika ja quasi von der Landkarte verschwunden sind, sich neue Staaten, Teilstaaten entwickelt haben, über die Zeit nach 1945. Auf der einen Seite wegen der Unabhängigkeitsbestrebung, auf der anderen Seite aber schlicht und einfach wegen der Kriegsführung der Stämme. Ja, dann da hat sich ja doch eine ganze Menge geändert. Das ist richtig. Namibia ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Staat. Ne? Die meisten afrikanischen Länder haben ja in den 60er Jahren ihre Unabhängigkeit zurückerhalten. Und Namibia war ja der Zankapfel der Weltpolitik. Ne? Nach der Auflösung des Völkerbundes ist ja nahe in San Francisco die UNO gegründet worden, die von Südafrika nicht voll anerkannt wurde und die UNO dann auch das Protektorat nicht anerkannt hat. Schwieriges politisches Thema, alles auch im Buch nochmal erwähnt. Und insofern hat Namibia die wahre Unabhängigkeit viel, viel später erfahren, ja, zu Beginn der 90er Jahre, zeitgleich mit dem Umbruch bei uns in Deutschland, ja, nach der DDR. Es gab ja auch unter anderem sehr viele Kinder, die in Namibia im wahrsten Sinne des Wortes entführt wurden und nach Deutschland in die DDR gebracht wurden, um dort zur Schule zu gehen. Bei Magdeburg, ja, bei Stassfurt gab es Schulen ausschließlich mit schwarzen Kindern oder Schulklassen ausschließlich mit schwarzen Kindern, die dann aufgrund der sozialistischen und kommunistischen Ausbildung wieder zurück nach Namibia gebracht werden sollten. Und sehr interessant dabei zu wissen ist, dass diese Kinder genau zu dem Zeitpunkt ihren Schulabschluss machen sollten, als die DDR auseinandergebrochen ist und Namibia die Unabhängigkeit gewonnen hat. Sie waren also sozusagen dann fehl am Platze und man spricht dann oftmals auch von den deutschen Schwarzen, die dort unten dann ihre Zukunft wiederfinden sollten, aber sie nicht finden konnten, weil weder die DDR, in der sie groß geworden sind, noch Namibia in der Form vorhanden war, wie sie eigentlich mal vorfinden sollten. Also, Sie sagten vorhin, dass dieser Staat, dass dieses Land noch einen riesigen Sprung nach vorne machen muss, um sich der modernen Entwicklung anzupassen. Nicht jetzt in der Wirtschaft, sondern mehr im Verhalten zueinander, im Verhalten miteinander. Ist das richtig so? Das ist richtig. Ja, also es muss noch eine ganze Menge passieren und bin auch fest davon überzeugt, wenn der Tourismus Einzug erhält, dann wird also auch der Tourist als solche viel wieder mit nach seinem Heimatland an Erlebnissen, an Eindrücken und Erfahrungen mit sich nehmen. Und ich glaube auch, dass der Tourismus hier, wenn er nicht ausgeweitet wird und sagen wir mal zu extrem betrieben wird, durch die vielen Einflüsse, die nach Namibia gebracht werden, auch für Namibia sehr gut tun kann. Vielleicht zum Schluss noch eine Sache, die Sie selbst angesprochen haben, die für meine Begriffe aber überaus interessant ist, sind nicht nur für Namibia, sondern auch für viele andere Länder. Nämlich die Tatsache, dass die Menschen in einem Umfeld leben, ich denke da an die Buschneger, die Sie vorhin angesprochen hatten, und die Kleinstädter, ja, dass sich da Welten trennen und dass diese Welten ja von uns gerne aufgebrochen werden, missionarisch oder auch wirtschaftlich, aber ob das manchmal so gut ist, ist eine Frage. Das ist richtig. Da müssen wir uns dann gesellschaftlich natürlich die Frage stellen, was wollen wir? Es gibt seit Urzeiten ja immer Gesellschaftsschichten bzw. Völker oder Länder, die versucht haben, ihr eigenes dem Nachbarland oder irgendwo anders überzustülpen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man selber von sich sehr überzeugt ist. Das fängt bei den Kreuzzügen an, ja, und die Araber haben auch Einzug nach Afrika erhalten und man kann in den asiatischen Ländern gucken. Überall wird man Konflikte feststellen und wiederfinden. Aber ich denke schon, dass Namibia da auf dem richtigen Weg ist, sich was anzunehmen. Sie haben es bisher ja sehr gut gemeistert. Wenn man nach Angola schaut, da
tobt über 30 Jahre ganz schlimmer Bürgerkrieg. Ja. Sie hatten Rhodesien angesprochen, heute Simbabwe, ja, was also offiziell von Robert Mugabe als Staatspräsidenten in den Nachrichten verlauten lässt, dass die Waisen rausgeschmissen werden sollen. Ja. Man hat also auch die Zeit nach der Amtszeit von Nelson Mandela in Südafrika erlebt, dass das Land noch mehr den Bach runtergegangen ist. Also bis zu diesem Zeitpunkt mit Nelson Mandela schon nah runtergegangen ist. Und Namibia hat sich also gehalten. Und insofern bin ich davon überzeugt, wenn die Schwarzen ein bisschen, ich sag's mal so höflich, jetzt zur Vernunft kommen und sich auf die Geschichte noch beziehen, dann sind sie auf einem guten Wege, diesen schlechten Einflüssen standzuhalten.